Ich finde es spitze, wie viel Aufmerksamkeit Grand Prix 4 zurzeit einfach bekommt. Das hat das Spiel absolut verdient, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Ort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 46. Kalenderwoche. Seit ein paar Wochen und Monaten geht Grand Prix 4, wie ich es einfach empfinde, ganz schön steil. Das finde ich ganz schön gut. Und dabei läuft Grand Prix 4 hier auf dem Kanal gar nicht exklusiv auf dieser Welt, denn selbst wenn man auf YouTube in einem Browser, der bisher noch nicht mit meinem Kanal zu tun hat, einfach nachschaut, also nach Grand Prix 4 mit zuletzt veröffentlicht diesen letzten Monat, dann landen die Videos sehr weit oben. Klar, wenn man das in Relation zu, ich denke mal, F1 23 setzt, dann werden nach F1 23 mehr Leute suchen als nach Grand Prix 4. Aber ich finde es bemerkenswert, wie viel Aufmerksamkeit Grand Prix 4 nach all den Jahren, es ist schon über 20 Jahre alt, immer noch bekommt. Und in erster Linie freue ich mich einfach für eben dieses tolle Spiel für Grand Prix 4. Es hat es eben in meinen Augen einfach verdient. Und klar, ganz nebenbei, auch wenn ganz nebenbei etwas fehl am Platz ist, freue ich mich natürlich, dass es einfach Leute hierher für Grand Prix 4 zieht. Und das nicht mal nur aus dem deutschsprachigen Raum, es kommen auch viele daher, die sich dann auf Englisch einfach freuen, dass sie mal wieder Grand Prix 4 sehen und sich auch freuen, dass es nach wie vor gespielt wird. Und dass es einfach bei ihnen tolle Erinnerungen weckt, weil sie damit auch vor ein paar Jahren verdammt viel Spaß hatten. Das finde ich ist eine verdammt coole Geschichte. Grand Prix 4 nach 21 Jahren und immer noch, natürlich in Relation, sehr hoch im Kurs, das ist richtig gut. Und wie gesagt und auch gezeigt auf dem Screenshot, ich bin gar nicht mal der Einzige, der zurzeit Grand Prix 4 spielt. Es ist einfach schön, dass das Spiel nach wie vor Interesse weckt und dass es auch nach wie vor noch Leute gibt, die für dieses Spiel Inhalte entwickeln. Das mit dem Grand Prix 4 bekommt immer noch neue Inhalte. Es gibt halt wirklich eine Mod mit der 2023er Saison für Grand Prix 4. Es ist einfach cool. Bin mal gespannt, wie es für uns nach 11, 12 Saisons weitergeht. Der Plan ist nach wie vor, dass wir mit jedem Team einmal fahren und dann, ich denke mal, so als Rundenabschluss der bisherigen, wir sind jedes Team einmal gefahren, nochmal eine 12. Saison dranhängen und eben da die in meinen Augen beste Saison nochmal, also in einem Team wiederholen, dass wir schon gefahren sind. Und damit auch nochmal an dieser Stelle an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr Grand Prix 4 auch im Jahr 2023 noch Beachtung schenkt und auch schön, dass ihr einfach da seid, dass wir einfach gemeinsam Spaß mit Grand Prix 4 haben. Und wusstet ihr, dass Grand Prix 4 auch mal im aktuellen Sportstudio war? Da hat sich Jochen Maas in Formel 1 Renner gesetzt und hat die neue Strecke, den neuen A1 Ring gezeigt und ja, der lief Grand Prix 4 im Fernsehen. Klar, dass Spiele heute einfach auf einem höheren Medium oder von Persönlichkeiten gezeigt werden, das ist alles andere als neu. Die aktuellen Formel 1 Fahrer in Anführungszeichen müssen, ich denke mal sie wollen das auch, die müssen ja auch F1 23 von Codemasters EA spielen. Aber wenn man sich das mal überlegt, vor 20 Jahren hat Grand Prix 4 zum Beispiel einen TV-Auftritt bekommen. Das ist halt eine ganz andere Zeit, wo das alles andere als üblich war. Das ist ziemlich cool. Wie gesagt, heute gang und gäbe und allen voran auf YouTube absoluter Alltag, dass da Spiele gezeigt werden, aber wenn man sich das mal genau überlegt, vor 20 Jahren, nicht schlecht. Ich finde es heute noch cool, die Erinnerung, die ich habe, wie auch Grand Prix 4 damals bei RTL in der Werbung gezeigt wurde. Die nervige RTL-Werbung und da lief Grand Prix 4. Das habe ich mir immer gerne angeschaut und als die Formel 1 noch bei RTL lief und Codemasters an der Reihe war, da haben die das jeweils neueste Spiel auch eben, als es neu war, in der Werbung gezeigt und auch da habe ich mich eben für Codemasters oder allgemein für die F1-Spiele gefreut, denn je mehr Aufmerksamkeit, umso besser. Und das finde ich auch nach wie vor ziemlich cool, wenn es mal wieder der Zufall so will, dass in der nicht virtuellen Formel 1 ein Rennwochenende stattfindet, wie eben hier auf dem Kanal. Zum Beispiel das USA-Rennen, was wir in Indianapolis hatten, lief gleichzeitig mit dem Rennen in Austin. Und das Brasilien-Rennwochenende hier auf dem Kanal lief auch in der nicht virtuellen Formel 1 zugleich. Ist einfach nur eine Kleinigkeit, die, wenn sie mir wieder auffällt, einfach zum Schmunzeln anregt. Und was ich auch noch cool finde, fällt mir auch gerade ein, Lewis Hamilton hat mal erwähnt, dass er als Kind viel Zeit in Grand Prix 2 verbracht hat. Grand Prix 2, womit auch bei mir alles mit der Grand Prix-Reihe anfing,
Das hat Hamilton in seiner Kindheit sehr gerne gespielt und das hat er mal, ich glaube, vor 3, 4 Jahren in einem Interview erwähnt. Finde ich cool. Was ich auch cool finde, ist Lichterspektakel. Ich mag ja Leuchtreklamen allgemein so und wie komme ich da jetzt auf die Formel 1? Naja, aktuell ist eine Formel 1, ist ein Formel 1 freies Rennwochenende und das nächste Rennwochenende findet in Las Vegas statt. Nachtrennen in der Blinke-Blink-Stadt. Die Strecke, puh, wenn ich mir die so anschaue, das sieht jetzt nicht so cool aus, aber ich habe wieder so meine Bedenken, lass mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Und jetzt wünsche ich euch erstmal wieder eine wunderschöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim weiterhin Freude mit Grand Prix 4 haben oder vielleicht beim gespannt auf das Rennwochenende in Las Vegas sein, wo es auch ziemlich kalt sein soll, ähnlich wie auf dem Nürburgring, wo auch Hülkenberg bei seinem Kurz-Comeback sehr geglänzt hat. Ich hoffe, er kann das auch beim nächsten Rennwochenende, ist aber im Haas allgemein sehr, sehr schwierig, weil das Auto scheint eine ziemliche Gurke zu sein. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.